Okay. Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen. Für alle gehen. Boah, fuck. So, wir sind ja vom Bahnhof dann hier hochgefahren mit dem Bus, mit dem normalen Bus. Jo. Und dann sind wir ausgestiegen hier an der Station Dokumentation, was? Obersalz? Salzberg. Obersalzberg, genau. Und dann haben wir erstmal geguckt, wo wir überhaupt hin müssen. Und ja, dann läuft man über die Straße und dann eigentlich Richtung den ganzen Bussen, die da stehen, einfach dahin laufen. Hier die Parkplätze entlang und dann nach unten die Treppe und dann kommt nochmal eine Bushaltestation. Und da sieht ihr schon eine riesen Schlange an der Kasse stehen. Könnt ihr euch dann Tickets holen pro Person? Wie viel war für eine Person? Ich glaube 21 oder 27 Euro oder so. Ja, und das ist dann dieser Rundweg quasi. Genau, da fährt ihr einmal mit dem Bus hoch, dann könnt ihr noch den Lift benutzen und dann... Genau, und dann seid ihr um einiges leichter in eurer Geldbörse. Ja. Genau, wir sind heute Touris, wir laufen heute kaum, wir fahren heute. Nee, wir fahren. So, hier Ticket. Aufenthalt nur 2 Stunden. Wer länger dahin will, muss bezahlen. Genau, da vorne ist so ein Touri-Laden. Ja, da sind wir in den Laden rein. Der war natürlich voll mit Touris und so. Und dann rief die an der Kasse gleich die Frau in die Menge: Don't touch anything here. Don't touch. Die Busfahrt ging ca. 20 Minuten lang. Haben wir schöne Aussicht da. Ja, oh, jetzt geht's in den Tunnel rein. Wir schreiten da schon wieder hoch. So, jetzt geht's zu diesem goldenen Aufzug, wo dann 500 Leute reinpassen. Willst du da eine Jacke? Ja, gleich vorne. Okay. Das ist falsch. Boah, ist schon wieder glatte Steine. Boah. Okay, look, oh, it's okay, or... Oh. Ja.